was bisher geschah. Er wird immer wichtig für euch sein. Darüber haben wir schon gesprochen. Wie hast du... Ich meine, das ist doch verschüttet worden. Wieso sind wir jetzt hier? Und so geht's weiter. Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Dragon Age Inquisition. Und wir machen gleich mal mit der Mission weiter, beziehungsweise starten mit der Mission, wie im letzten Part versprochen. Wir werden die Soldaten retten, die in Faraden verschollen sind. So, wir machen als Tank unsere liebe Cassandra. Magier, nehme ich Dorian mit. Dorian. Wobei es eigentlich immer ganz lustig ist, wenn... ich lasse mal Cassandra hier. Ich mache das jetzt mal so. Ich nehme Blackboy mit. Ich nehme Dorian mit. Und die liebe Sarah, um einfach vielleicht mal auch dieses eine bestimmte Gespräch zu triggern. Mal gucken, ob es funktioniert. Zumindest hatte ich es jetzt schon, als ich damals mit den dreien in dieser Gegend rumgelaufen bin, hatte ich auf jeden Fall das Gespräch, was ich meine. Und ja, das war schon relativ lustig. Außerdem wollen wir ja nicht immer die gleichen Leute dabei haben, richtig? In der Zwischenzeit habe ich jetzt mal meine Charaktere noch ein bisschen ausgerüstet, habe ihnen ein bisschen Rüstung gefertigt, damit sie ein bisschen mehr aushalten. Was sie noch bekommen haben, was ich noch gemacht habe, ist den Inquisitionsboni in geschickte Hände, geschickte Dingenskirchen dazu stecken. Heißt, wir können jetzt auch verschlossene Türen öffnen, die mit einem Spezialschloss versehen sind, also diese komischen Teile, wo dann immer die Nachricht aufploppt, von wegen, die kannst du jetzt nicht öffnen, blablablu. Mit dem, dass man das erst skillen muss. Danke, dass ihr gekommen seid. Vielleicht könnt ihr diesen Schlamassel beseitigen. Oh nein, das klingt schon wieder super. Unsere vermissten Patrouillen befinden sich in der Gewalt der Avar. Das sind Barbaren aus den Bergen. Was haben sie dann in einem Sumpf zu suchen? Das ist der springende Punkt. Ihr Anführer, er will, dass sie gegen euch kämpfen, weil ihr der Herold Andrastes seid. Oh mein Gott, die müssen sie voll deppen. Was haben sie gegen Andraste? Ihr seht, neue Rüstung, die Avar glauben an Naturgötter. Sie verehren einen Gott des Himmels, einen Gott des Waldes und so weiter. Die Avar sagen, ihr würdet behaupten, von einem Gott geschickt worden zu sein. Deshalb fordern sie den Willen eures Gottes heraus. Ich glaube ja, dass ihr Anführer ein aufgeblasener Gockel ist, der nur allzu gerne damit prahlen würde, euch getötet zu haben. Na, das soll er mal versuchen, der Schweinepriester. Das kann ja heiter werden. Soll ich irgendwas unterschreiben, bevor er versucht, mich zu enthaupten? Sie denken, dass nur Schwächlinge lesen. Oh. Ihr wisst schon, Scholaren, Bewohner der Ebenen, olesianische Bauern. Es wird nicht leicht sein, zu unseren Truppen vorzustoßen. Ihr müsst euch durch die Untoten... Wartet, ihr seid doch nicht empfindlich, was Untote angeht, oder? Selbst wenn. Ich möchte meine Patrouille retten. Das tut nichts zur Sache. Ich lasse nicht zu, dass die Avar Soldaten der Inquisition abschlachten. Das weiß ich zu schätzen. Die Avar sind in dem Schloss auf der anderen Seite des Fallbruchs. Yippie. So der Erbauer will, sind die Leute der Inquisition noch am Leben. So der Erbauer will? Das klingt ja super aufheitern. Die für euch von Belang sein dürften. Oh, lass mich nerv. Setzt mich ins Bild. Das könnte uns helfen. Mie. Du gehst mir auf den Keks. Cool. So. Nein, das wollte ich nicht. Oder? Habt ihr irgendwie ein Level-Up, dass ich... Ah, natürlich, habt ihr wieder einen Punkt. Spezialisierung. Ich habe noch keine Spezialisierung, weil ich... Ach, Dreck, das muss ich noch lernen. Nee. Ich werde dann erste... Also ich werde dann ritterliche Verzauberin machen, denke ich mal. So, ich wollte euch den Zauberstab zeigen. Wie das klingt. Hier. Selbst erstellt. Zumindest ein bisschen hier. Dann Rüstung. Auch selbst gemacht. Mit dem Matz, die ich halt gerade zur Verfügung hatte. Die Schuppenfarbe hier, also in dieser Rüstung, ändert sich übrigens immer mit, je nachdem, was ihr für Materialien verwendet. So, meine Lieben. Wir machen schnell ein Safe. Das freut mich ja jetzt schon wieder. Ach ja, es regnet. Wie toll. Wir werden gegen Untote kämpfen.
Also wundert euch nicht, dass direkt danach, also erforschen werde ich dann machen, wenn ich alleine unterwegs bin. Sprich, wenn ich die Mission soweit erledigt habe mit euch zusammen. Werde ich dann noch die ganzen Kleinigkeiten hier in dem Gebiet erkunden. Weil ich glaube, eine Frage, Sarah. Langweilig. Habt ihr euch die Haare selbst geschnitten? Oh je. Ja, spricht irgendwas dagegen? Nun, ihr könntet vielleicht versuchen, es nicht mit einem rostigen Buttermesser zu machen. Oh, bitte entschuldigt mich kurz. Ich muss nur schnell mein diamantbesetztes Haarschneide-irgendwas raussuchen. Schere, das Wort, nach dem ihr... Dorian. ...ist Schere. Das können nicht alle gewesen sein. Da müssen noch mehr sein, weiter drin. Oh, wie toll. Yippie-yay. Drückt dich auch schon so auf die Untoten, ja? Schreit alle, yay, Leichensplitter. Black Wolf, was hast du denn für ein hässliches Outfit an? Ein gelbes. Ja, dem habe ich ein neues Schwert gemacht, dem Oberhelden. Damit er ein bisschen Damage austeilt. Oh Mann. Also weiter geht's. Hier sollte... Was war das? Hier sollte man tunlichst vermeiden, ins Wasser zu jumpen. Also sobald ihr Wasser betretet, kommt es halt immer dazu, dass hier jeweils Untote rauskommen. Deswegen, wenn ihr Kämpfe vermeiden wollt, solltet ihr auch das Wasser meiden. Manchmal gibt es allerdings auch Missionen, da muss man mehr oder weniger hineinlaufen. Beziehungsweise man hat nicht bloß eine Wahl, wenn man alles machen möchte, dass das nicht so funzt. Diese blöden Türen immer. Husch! Das ist einfach Black Boy gegen die Wand rennen. Und hier drin taucht normalerweise immer ein Untoter auf. Ja, da ist er ja schon. Hi! So schnell kann's gehen. Ja, richtig. So schnell kann's gehen. Was ich ein bisschen schwachsinnig finde, beziehungsweise etwas störend, dass es hier... dass ich einen Frosch im Hals habe. Nein. Pardon. Dass die Programmierer es irgendwie jedes Mal schafft, dass hier volle Knecke das Wasser runterläuft, obwohl das Dach zu ist. Also die Balken hier sind trocken, hier läuft das Wasser ist im Bett und ja, ne. Wäre schön, wenn das vielleicht mal mit einem Patch irgendwie beseitigt wäre, dass hier nicht permanent überall Hochwasser in den Häusern ist. Liebes BioWare-Team, ich lege auf solche Details auch Wert. Das macht mich immer ganz wahnsinnig. Wer auch immer von euch das wieder vernagelt hat. Hüstel. Da zum Beispiel ist eine Leiche drin. Wenn ihr die lootet, kriegt ihr so, ja, ich mach's jetzt einfach. Hui! Dann seht ihr auch schon rote Punkte. Seid vorsichtig. Bewegungen im Wasser locken sie raus. Ich hab jetzt gerade... Sorry. Irgendwie... Keine Ahnung. Ich muss mal so ziehen. Ja, auf jeden Fall, sobald ihr das Wasser betretet, kommen eben auch die netten Untoten raus. Das hat sie auch gerade gesagt. Leck, wo hast du gerade das Horn geblasen? Ist das eine Art Leuchtfeuer? Ja, das ist eine Art Leuchtfeuer und das wird jetzt gleich nicht schön. Das wird gar nicht schön. Hier ist immer jeweils eine Rune auf der Rückseite, die man looten kann. So. Hier solltet ihr möglichst vollgeheilt sein. Warum nehmen wir dieses Feuer, das kein Feuer ist, mit? Was so schön ist und leuchtet und Untote anlockt. Vorsicht! Die uns aufs Maul hauen wollen, deswegen. Genau deswegen. Hui. Sobald ihr das Feuer angezündet habt, geht's auch schon rund mit Idioten. Und Dämonen, die wieder im Boden verkriechen. Meine Lieblingsdämonen, das sind die Spaghetti-Füße. Oder auch Drecksvieh, liebevoll genannt von mir.
jedes Mal, wenn ich versuche, einen Riss zu schließen und diese blöden Idioten dabei sind mit ihren langen Füßen. Machen sie genau das hier. Gut gemacht, Blackwall. Du hättest sie noch früher. Wenn wir noch mehr Leuchtfeuer finden, können wir die Untoten auf festen Boden locken. Das würde den Kampf beschleunigen. Dann sucht noch mehr von den Dingern. Wieso bin ich dagegen? Also hier lohnt es sich auch, einfach mal an dem Rand entlang zu laufen. Da findet man auch wieder ein, zwei Geheimnisse. Wie gesagt, ich werde das jetzt nicht alles so mega ausführlich hier machen, weil das sind einfach so Sidequest-Sachen. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr ein Gebiet betretet und es vom Level her meistern könnt, guckt euch die Gegend einfach in Ruhe an. Ihr findet oft viele kleine Mini-Quests teilweise auch, und die ebenfalls Erfahrung bringen und eben auch ab und an das ein oder andere Rezept. Da drüben diese blöde Hütte, aber naja, das ist... Nee, ich will das jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen, das, wie gesagt, das erkunde ich später. Außer ihr schreibt mir, ihr möchtet dann noch einen Erkundungspart haben, wo ich ein bisschen durch die Gegend latsche. Dann mache ich das natürlich gerne. Ansonsten werde ich das Gebiet einfach mal so random abschließen. Hauptmissionsmäßig und dann... Ja. Schön, dass Lilianas Bericht schon wieder mal bereit liegt. Das ist toll. Liliana hat einen Bericht für mich. Ich hätte die Fackel mitnehmen sollen. Dämonen sind raffiniert. Finde Vidris. Ja, das ist auch so eine nette Quest. Bei dieser blöden Finde Vidris müsst ihr allerdings durchs Wasser durchlaufen und da bleibt es euch nicht vermieden, dass ihr dann da von ein paar Untoten angegrapschied werdet. Unfreiwillig. Hallo, ihr kleinen Ekelchos. Ui, Blitzi, Blitzi. Ich mag Blitzi, Blitzi. Oh ja, Pui Deibel, der schon wieder. Spargelkatzenalarm. Schlägst du mich von hinten? Geht's dir noch gut, du Sack? Hier, guck mal. Das ist hier Bogenschütze. Wo? Wer? Achso, schon tot. Ich nehme jetzt die Fackel mit, so. Sarah, du hast ein Level up. Ich werde dann auch versuchen, ob ich nach diesem Gebiet schon mal die Fuzzis einladen kann für die Spezialisierung. Also dieses ritterliche Verzauberer macht ziemlich gut Damage. Ist halt mehr so Nahkampf. Also sprich, wenn ihr mit Magier auch mal volle Knecke vorne mit hineinbrechen wollt, macht sich das ganz gut. Ansonsten ist auch Rissmagier nicht schlecht. Ja, Totenbeschwörer, das sieht man bei Dorian, der macht ziemlich gut Damage damit, aber es ist nicht so ganz mein Ding. Also Nekromant finde ich irgendwie bleh. Und seid euch auch jedes Mal darüber gewiss, dass eure Begleiter ebenfalls drauf ansprechen und also euch drauf ansprechen und dementsprechend ihre Kommis abgeben für die Sachen, die ihr auswählt. Heißt also, wenn ihr euch jetzt für Totenbeschwörung entscheidet, dann sind nicht alle so happy mit dieser Entscheidung. Und dann kann es schon mal passieren, dass ihr die ein oder andere blöde Situation habt, wo sie euch dann dementsprechend einen Kommentar an den Kopf klatschen. So. Anwenden. Dankeschön. Hier, das ist ja Nekromant. Da gibt es aber auch ein paar kleine Sachen bei Dorian, die dann eher unwitzig sind. Wieso kann ich die Fähigkeit nicht freischalten? Habe ich doch gerade, du Volldrottel. Hä? Der verarscht mich gerade, oder? Okay. Ja. My way. So, wir müssen da lang.
mich immer ein bisschen orientieren hier in diesem Stinkmorchel. Vor so brennenden Häufchen solltet ihr auch aufpassen. Hier zum Beispiel. Kommt jetzt nichts? Normalerweise kommt hier mein Igitt, hier stinkt's. Oh. Gut, dann nicht. Dann laufe ich weiter. Peh. Dieses Plündern nervt mich. Habe ich da schon wieder Wölfe oder was ist das für ein Geheul? Dies könnte ein geeigneter Ort für ein Lager sein. Ist das nicht wunderschön hier? Die Gegend ist so toll. Und die Soundkulisse ist auch toll. Macht bestimmt Spaß hier zu schlafen. Kontrolle des Pfahlbruchs. Quest abgeschlossen. Yeah. Sollte mal safen. Momentan spiele ich einen Fenstermodus. Einen Vollbildfenstermodus. Keine allerdings. Spur von den Avar, die mich herausfordern wollen. Oder von den Soldaten der Inquisition. Hoffentlich sind sie wohl auf. Und ihren Entführern reißen wir den Arsch auf. Ja, besser hätte ich es auch nicht sagen können, Sarah. Ja. Keine Ahnung, ob das was ändert. Wie gesagt, die Grafik konnte ich leider immer noch nicht hochstellen. Die Vita hat immer noch nichts gemacht. Und das ist... ätzend. Gott, habt ihr mich erschreckt. Blöden Arschlöcher. Ach Gott. Merrick hat auch so eine tolle Taktik, um mich immer zu erschrecken. Ich habe dem da irgendwas beigebracht und schmeißt da immer Minen. Und die explodieren mittendrin. Und letztes Mal stehe ich da so rum, will gerade was gucken und auf einmal platzen diese Minen neben mir. Mich hat zugerissen. Das war nicht schön. Also... Oh, nett. Das ist ein Avar, oder? Hi! Du da. Mit dir rede. Ihr seid also Andrastes Herold. Maybe. Mein Volk will euch tot sehen, aber das ist nicht mein Problem. Ihr habt nichts von mir zu befürchten. Ich habe eine Fackel dabei. Was macht ihr hier? Warum seid ihr nicht bei den anderen, Avar? Ich untersuche diese Löcher in Sind das Haare? So etwas habe ich noch nie gesehen. Sie spucken wütende Geister aus, Gott, ohne Unterlass. Keine Ahnung, was der Himmel uns damit sagen will. Was hast du denn da für Malfarbe an dir dran? Du hast so eine Rüstung wie die Typen aus Game of Thrones. Sie werden von der Bresche am Himmel verursacht. Diese Wildlinge, die haben auch so komisches... Das weiß ich auch. Ja klar, auch. Weil die sich in den Bergen von verstecken. Der Herrin der Himmel. Ah. Kennt ihr sie nicht? Seht ihr die Warnungen nicht, die sie in Gestalt von Vogelschwärmen in den Himmel schreibt? Heißt das, ihr benutzt die Form von Vogelschwärmen für Prophezeiungen? Yippie-yay. Wir benutzen sie nicht. Sie werden uns geschickt. Man sieht sie oder man sieht sie nicht. Ich dachte, die Avar wollen mit mir kämpfen. Der Sohn unseres Häuptlings will mit euch kämpfen. Ich werde erst gerufen, wenn die Leichen sich stapeln. Oh, super. Rituale für die Götter, Flickwerk für die Blutenden, ein Dolch für die Sterbenden. Für die Waffen, das die sind cool. meine Aufgaben. Ich ziehe meine Klinge nicht für die Trophäenjagd eines dummen Jungen. Die anderen aber haben eine Patrouille der Inquisition entführt. Sind die Männer wohl auf? Einige wurden bei dem Scharmützel verletzt, waren aber am Leben, als ich sie zuletzt sah. Jemand hat sie gut ausgebildet. Sie haben mehr von uns getötet, als ich erwartet hatte. Na, ganz toll. Und tschüss. Als dann. Lebt wohl. Hütet euch vor dem Wasser. Ach, das ist mir schon aufgefallen. Danke für die Warnung. Jetzt muss ich erst wieder einen Riss schließen, damit ich ihn wieder dingsen kann. Öffnen, damit ich ihn schließen kann. So. Oh, yay. Nein. Das wollen wir nicht. Wir wollen das hier. Bumm. Wer hat mich mit blöden Affen? Ja, das hat wieder super funktioniert. Eis, Eis, Baby. Nope, 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 nope. Don't touch the Magierin. Hui. Ihr wollt bestimmt Feuerball in den Arsch, oder? Sieht so aus. Dorian, what are you doing?
Manchmal. Dorian, dir ist schon bekannt, dass du ein Fernkämpfer bist, oder? Und aus der Ferne kämpfen sollst und nicht aus der Nähe. Herr in der Himmel! Ihr könnt Risse in der Luft verschließen? Ja. Es gibt einen Grund, warum die Leute unserem Herold gefolgt sind. Vielleicht steht ihr wirklich in der Gunst deines Gottes. Vielleicht hatte ich auch einfach nur scheiß Pech, dass ich an der falschen Stelle zum falschen Zeitpunkt war. Und hätte einfach mal, keine Ahnung, was anders machen sollen. Buch lesen oder so. So. Was uns hier im Land der Avar, beziehungsweise es ist ja nicht das Land der Avar, was uns hier im Sumpf noch so alles erwartet, sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank, dass ihr wieder zugesehen habt und über ein Like würde ich mich natürlich wieder super freuen. Und bis dahin, ciao, ciao!